Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Das ist ein Thema, was ich ganz, ganz oft in meinen Coachings habe. Und deswegen wollte ich das einmal auch hier in Videoform herausbringen. Und zwar, und das passiert mir selber oder ist mir in der Vergangenheit, bevor ich angefangen habe, folgende Dinge zu tun, in der Vergangenheit viel passiert, dass man irgendwann vom Weg abkommt. Also man hat sich vorgenommen, man möchte sich selbstständig machen oder man hat sich vorgenommen, regelmäßig zu meditieren, mehr für sich zu tun, ruhiger, gelassener zu werden, was auch immer es ist, im Bereich persönlicher Weiterentwicklung. Und irgendwann steht man da so da und denkt sich so, wie bin ich denn plötzlich hier hingekommen? Weil man eigentlich irgendwann nicht mehr auf diesem Weg ist, sondern irgendwo da hinten. Und man weiß nicht, wie ist das jetzt ganz konkret passiert? Wichtig ist zu wissen, wie ich hier wieder hinkomme. Das wissen die meisten, indem ich mich einfach wieder darauf besinne, was habe ich getan, was war mein Plan, dann wieder darauf zu kommen. Aber für mich ist in diesem Video gerade wichtig, wie schaffe ich es, nicht da hinten anzukommen, sondern hier schon zu bemerken, dass irgendwas nicht so ganz richtig läuft. Vorher möchte ich aber noch sagen, dass es völlig in Ordnung ist, mal vom Weg abzukommen. Manchmal ist das auch sehr, sehr gut. Manchmal ist auch das gar nicht unser Weg, sondern das unser Weg. Deswegen ist das manchmal gar nicht so schlecht. Und es ist etwas, was zwangsläufig passiert, was völlig natürlich ist, völlig normal ist. Für mich ist das A und O regelmäßige Reflexion. Also dieses regelmäßige Reflektieren, tue ich noch das, was ich tun möchte? Meditiere ich noch regelmäßig? Bewege ich mich noch regelmäßig? Tue ich regelmäßig noch etwas für mich? Bin ich noch auf meinem Weg? Das muss nicht der Weg sein, sondern es kann auch der Weg sein. Hauptsache, er führt zu meinem Ziel oder hat sich vielleicht auch mein Ziel verändert. Aber diese regelmäßige Reflexion. Und da möchte ich euch jetzt verschiedene Beispiele an die Hand geben, wie das aussehen kann, um für euch zu schauen, was passt für euch, was passt für euren Alltag, für eure Persönlichkeit, was könntet ihr davon anwenden. Und zwar ist da mein erster Tipp, verschiedene Anker zu setzen. Das kann ein Schmuckstück sein, was ihr regelmäßig zum Beispiel anfasst, oder es kann ein bestimmter Raum sein, ein bestimmter Gegenstand sein. Und immer wenn ihr das anseht, anfasst, was auch immer daran vorbeigeht, überlegt ihr euch zum Beispiel als Reflexionsthema, wie geht es mir gerade? Geht es mir gerade gut? Habe ich heute zum Beispiel genug getrunken? Wenn das ein Ziel von mir ist, also so Kleinigkeiten, um immer wieder zu schauen, okay, was bräuchte ich gerade? Wie geht es mir gerade? Ist gerade alles in Ordnung? Müsste ich gerade eigentlich was anderes tun als das, was ich gerade tue? Eine zweite Sache ist, und das mache ich persönlich sehr, sehr gerne und empfehle ich auch sehr, sehr gerne, dass man sich einen festen Termin setzt. Das kann der erste des Monats sein, der 15., der letzte des Monats, das kann jeden Samstag sein. Das sollte dann ein fester Termin in eurem Kalender sein, mit dem Thema Reflexion zum Beispiel. Und an diesen Tagen überlegt ihr euch, bin ich noch auf dem Weg? Bin ich noch auf dem Weg zu meinem Ziel? Ist mein Ziel noch mein Ziel? Meditiere ich noch regelmäßig? Mache ich noch regelmäßig Sport? Habe ich mir in letzter Zeit Zeit für mich genommen? Und nur in diesen Momenten kann ich ja sehen, okay, bin ich auf dem Weg nach da und ist es okay, da auf dem Weg nach da zu sein? Oder möchte ich gerne auf diesen Weg wieder hin zurück? Und dann zu schauen, in letzter Zeit habe ich wenig meditiert, wie kann ich das wieder ändern? Irgendwie, ich weiß nicht, wann es passiert ist, habe ich aufgehört, meinem Hobby nachzugehen. Ich möchte damit wieder beginnen. Meistens ist auch ganz oft dieses, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich damit aufgehört habe. Ich weiß gar nicht, warum ich damit aufgehört habe. Ich fange einfach wieder an. Aber da muss ich erst mal hinkommen. Durch Reflexion. Was anderes, was auch noch cool funktioniert, sind zum Beispiel Post-it-Zettel. Wenn ihr zum Beispiel gerade das Thema habt, dass ihr gelassener sein wollt, dann macht euch ein Post-it, auf dem Gelassenheit steht. Und immer wenn ihr diesen Post-it in der Wohnung seht, denkt ihr, Gelassenheit. Oder wenn es zum Beispiel gerade etwas ist, dass ihr zum Beispiel mehr trinken möchtet im Alltag, dann sind auch ein Alarm im Handy eine coole Sache. Stellt euch halt stündlichen Alarm, aller 15 Minuten an Alarm. Und immer wenn der Alarm halt angeht, trinkt ihr einen Schluck oder guckt, okay, wie viel habe ich aus meiner Flasche schon getrunken, muss ich hier vielleicht mal ein bisschen nachholen. Genauso können das halt auch Erinnerungen sein, die auf dem Handy gespeichert werden und dann immer mal wieder aufploppen. Sehr geil sind auch Goal Buddies. Goal Buddies sind Leute, die auch gerade ein Ziel verfolgen und mit denen ihr euch austauschen könnt. Zum Beispiel immer sonntags schreibt ihr euch, was ihr auf dem Weg zu eurem Ziel diese Woche getan habt.
weil da ist so diese Verpflichtung ein Stück weit dahinter und man möchte auch nicht jeden Sonntag erzählen, diese Woche habe ich eigentlich nichts gemacht, um meinem Ziel näher zu kommen. Und die Woche drauf, ich habe wieder nichts gemacht und dann habe ich irgendwie wieder nichts gemacht. Und es ist auch ein bisschen die Aufgabe des Gegenübers dann zu schauen, okay, warum hast du nichts gemacht? Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dich motivieren? Oder auch Menschen an der Seite zu haben, denen ich erzähle, du, ich möchte gerne wieder mich täglich bewegen. Und es wird sicherlich passieren, dass ich irgendwann wieder damit aufhöre. Und dann würde ich dich bitten, mir doch in den Hintern zu treten und mir zu sagen, dass ich vorhatte, mich mehr zu bewegen und mir zu helfen, da dran zu bleiben. Das ist völlig in Ordnung und darf sein. Da ist es völlig egal, ob das euer Partner ist, ob das eine beste Freundin ist. Völlig, völlig egal. Hauptsache jemand, dem ihr euch anvertrauen könnt, auf den ihr euch verlassen könnt. Und das sind so verschiedene Möglichkeiten, die man im Alltag einsetzen kann, um regelmäßig zu reflektieren, mache ich noch das, was ich mir vorgenommen habe? Ist mein Ziel noch mein Ziel? Bin ich noch auf dem Weg zu meinem Ziel? Und das ist ganz, ganz wichtig, finde ich, in der persönlichen Weiterentwicklung, weil durch unseren Alltag einfach, durch diese permanenten Dinge, die auf uns einströmen, das ganz oft einfach zu kurz kommt. Also ich bin auch so ein Mensch, wenn meine Terminplanung nicht hinhaut, dann streiche ich zuerst meine persönlichen Termine. Also der Termin für meine Meditation, der Termin für meinen Spaziergang. Und das muss einfach aufhören. Und das schafft man nur, indem man regelmäßig reflektiert und schaut, wie das Ganze funktioniert. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Schreibt mir sehr, sehr gerne in den Kommentaren, falls ihr noch Ideen habt, wie man regelmäßig reflektieren kann oder wie euch die Tipps vielleicht geholfen haben. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!